und ich mache jetzt. Ey, da schießt jemand auf uns. Hä? Ja, wer wohl? Ja, wer? Wer würde jetzt wohl auf uns schießen? Wer könnte das sein? Ich weiß, aber ich dachte. Ich Moin, Servus, willkommen zurück zu Ark World, unser Jurassic World Ark Projekt. Hier läuft jetzt noch ein Terrazino rum, den wir zähmen wollen, und danach steht der Gehegebau auf dem Programm. Ist der Terry? Hier, direkt neben uns. Ist doch der, oder? Ich mach mal die Petris weg hier. Ja, ja, das sollte der sein. Ich bin neben euch. Boah, die Petris nerven. Ja, ich will jetzt gerade auch nicht absteigen, ehrlich gesagt. Ja, das ist er. Okay, ich schieß mal schon einen Trophy rüber, das können wir ja schon machen. Mhm. Ach, hör auf zu nerven, Junge. So, Shotgun in die Hand und. Wollen wir das nicht mit den Tieren machen? Ja, theoretisch und auch. Unverschwendung. Ja, ja, machen wir es mit den Tieren. Mit den Tieren ist halt immer. Dann macht das aber vielleicht mal. Vielleicht eher weniger. Macht das nur einer, bitte. Am besten. Weil sonst. Okay, jetzt. Du wolltest drauf schießen. Ja, naja, das wären halt wahrscheinlich eh nur so 2-3 Schuss gewesen. Dann wäre das ja, aber es sind 2-3 Schuss, die wir neu farmen müssen. Ja, genau. Stimmt. Du farmst ja gerade nicht, ne? Du merkst ja, es. Ja. Ist ja okay. Ich hab ja nicht geschossen. Ist ja alles okay. Wir farmen, Leute. Hallo, bestraft mich nicht für eine Sache, die ich gar nicht gemacht habe. Hallo? Ganz fix in die Base. Ja, Spielbär. Richtig. Willst du sonst mal ein bisschen mit dem Giga rumlaufen? Dann kannst du das ausprobieren mit dem. Mit dem Scannen? Ach, das filmen wir schon noch schnell genug aus oder früh genug. Okay, dann nehme ich ihn wieder mit. Weißt du schon, an welchen Tagen du auf der Gamescom sein wirst? Von Dienstag bis Freitag werde ich da sein. Wie er jetzt hier festhängt zwischen den Steinen, das ist natürlich auch praktisch. Dann kommen noch Berry Bates, ne? Ich habe noch 15 bei mir im Inventar. Oh, hier ist ein Babyziller. Ja, der Babyziller, den da wären wir fast reingerannt vorhin. Ganz knapp. Ja, wir haben es gerade noch realisiert und der war gerade mit Petris beschäftigt, zum Glück. Okay, am Ende der Session mit 5 Gigas und Spinos und Rexen den Babyziller wegmachen. Und dann alles verlieren dabei. Genau. Ihr seid ja noch da hinten, ne? Mhm. Also ich bin jetzt wieder im Park. Wer hat Berry Bates dabei? Ich hab 14 gerade, ja. Wären jetzt kann natürlich weniger. Ach stimmt. Ich zähm ja gerade. Ich weiß nicht, wie viel ich da. Mensch. Also ich glaube, ich habe dann am Ende auf jeden Fall noch so 4 oder 5 übrig. Die könnte ich dir natürlich geben. So viel wird der hier nicht brauchen. Wie weit ist er denn? Der ist jetzt bei. Moment. 46%. Und hat ja, jetzt, glaube ich, 4 oder so hat er jetzt gegessen. Keine Ahnung. Ich kann dir was abgeben, oder? Was willst du jetzt ziehen? Es ist wichtig. Es ist wichtig, okay. Oh, hast du ihn gefunden? Was? Wen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Pinken Leosaurus. Level 150. Muss es wiederfinden. Ja. S vor allem. Was ist es? Ich will auch wissen, was S ist. Hast du nicht den Film S gesehen? S, ja. Das, den habe ich gesehen. Der war übrigens sehr gut. Also, ich meine jetzt das Remake. Also das Original, naja. Das Original war okay, aber man merkt halt, dass er nicht gut gealtert ist. Also die erste Verfilmung von dem Buch. Ich bin dafür, dass Spielbär mal 3 Stunden farmen muss. Das wird halt hier in dem Projekt eher schwierig. Ja, das ist eine ganze Session. Eben, das ist halt eine ganze Session, wo ich nur das mache. Das ist halt schwierig. Insgesamt werde ich aber bestimmt auch schon, also ich habe bestimmt auch schon sehr viel gefarmt. Ich farme ja auch nebenbei immer mal Chitin und mache auch mal Trilobiten kaputt und so. Eine Farm-Session heute. So, ich brauche Licht. Speichern. Oh, ist das niedlich. Jetzt will ich mal wissen, was du da gezählt hast. Es folgt mir. Ich dachte, es ist ein Leosaurus. Ja, es ist ein Leosaurus tatsächlich. Yes! 96,2% beim Spinner. Pink.
Ich wusste es. Ah, wie er auf der Schulter ist. Schade, man sieht das pinke Farbe jetzt nicht so gut wegen dem Licht. Aber sehr gut sieht er aus. Irgendwie hat das Viech einen sehr langen Schwanz. Was, bitte, da was? Da hat jemand unser Sarko, unser Sarko, unser Raft gefressen. Und zwar ein Sarko von Zoss. Echt? Okay. Ja. Klar, irgendwo einen Raft stehen. So viele Rafts, wie wir überall rumstehen haben, sucht euch eins aus, ey. Ohne Witz, ich weiß nicht, wo das ist. Aber wir haben ja auch Rafts von denen gefressen. Das ist halt PvP in Ark World. Wir fressen uns gegenseitig die Rafts weg. Was ein schlimmes PvP, ey. Ja, ne? Das ist der Wahnsinn. Haltet euch fest, meine lieben Freunde. Die Rafts werden gefressen. Ja. Ja, die nächsten Rafts sind alle mit Namen. Dann ist es ein Plan, ja. Ne, die heißen ja Raft 1, 2, 3, 4, 5 und sowas. Da kann man sich das zumindest ein bisschen merken. Ja, es stehen auch noch andere Rafts bei uns in der. Ich werde mir bestimmt merken, wo Raft 3 dann gestanden hat. Das Scheiße! Mit meinem fotografischen Gedächtnis. Eidetischen Gedächtnis. Mit meinem eitrigen Gedächtnis. Nein. So, der Spino ist im Park drin. Aber wir haben auch bald alle Steine abgefarmt im Park, oder? Ja. Dann wird's Zeit für die nächste Metallrunde, oder? Mhm. Ja, solange der Terizino noch getamed wird, respawnt er nichts. Der Terizino ist gerade getamed. Ist schon fertig, ich hab den wenn ihr jetzt den zurück in die Base bringt und dann euch in die andere Richtung am besten bewegt, dann könnt ihr da was respawnen. Also müssen wir jetzt alle mal gemeinsam aus der Base raus, mit uns damit sagen? Nee, nicht aus der Base mal raus, sondern einfach aus dem Park in die Base rein und aus diesem hinteren Bereich quasi weg. Achso, ja gut, das können wir natürlich auch machen. Ich gehe mal zum Wasser hier bei uns. Ich hab nach der C-Aktion jetzt übrigens noch 6 Berry Baits übrig gehabt, also so viel fressen die gar nicht. Ja, aber trotzdem gut, wenn wir langsam neue kriegen. Ich hab's gerade noch ein paar gecraftet hier. 18 Stück haben wir jetzt wieder. Okay. Ist nicht niedlich. Was ist das hell hier drin? Läuft jetzt eigentlich der Strom auch nachts? Ja. Sehr gut. Ich guck mal jetzt, wie die Batterien, ob man das sieht, ob die aufgeladen sind oder nicht. Das interessiert mich jetzt mal. Wie war das? Nein. Friendly Fire ist aus, oder? Was? Willst du es etwa erschießen? Ich glaube nicht. Nicht während meiner Schicht. Oh, aber es macht süße Geräusche. Oh, es ist so süß. Wir können deine Babyzelle verfüttern. Was? Nein. Was? Stimmt. Nein, es hat so schöne Augen irgendwie. Ich habe gehört, der Babyzilla frisst doch gerne Menschen. Würde gerne mal eine so eine Wand machen und mir die mal angucken. Solange er keine Bären frisst, ist alles gut. ich stecke jetzt hier mal ein paar Baits wieder in den Kühlschrank. Kann man die Wände von der Mod wieder aufheben, CDW? Man kann eigentlich alles wieder aufheben, ja. Also sowohl die normalen Wände hier, die wir mit S Plus machen, als auch die CDW, als auch die von mal so eine Wand angucken. Also die Solarstation konnte man nicht aufheben. Ja, die nicht, ja. Das ist leider die einzige, die man nicht aufheben kann. Aber, ja, so ist das. Ja, stimmt. Apropos, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich wollte doch da mal reingucken. Schnell, bevor es wieder hell wird. Ich will mal gucken, ob man ablesen kann, wie weit da der Batteriestand runter ist. Battery Life Remaining. 1:29. Okay. Aber Ingame-Stunden sehe ich gerade. Oh. Das ist nicht gut. Wir haben es jetzt wie spät im Spiel? 2 Uhr. Ja, okay. Dann reicht es nicht ganz bis zum nächsten Tag. Da müssen wir, glaube ich, noch so 3-4 Batterien machen. Aber die kosten ja nichts. Also das Elektronik und Polymer ist vernachlässigbar. Ein bisschen Metall kosten sie halt hier. Ich mach mal gleich noch welche. Bevor wir es wieder vergessen. So, laufen wir hier hoch. Ja, ich finde es das gut, dass das angezeigt wird, wie viel Saft da noch drin ist. Wunderschön. So. 30 Minuten jetzt noch. Das heißt, die reicht bis
3.30 Uhr, oder? Also ungefähr. Vielleicht sollte ich doch noch ein paar machen. Wäre jetzt halt die Frage, wie lange genau eine Batterie ausreicht. Jetzt einfach noch welche. Sicher ist sicher. Sonst hält uns das die ganze Zeit auf, wenn wir keinen Saft haben. Sind die Doppeltüren eine Mod? Ja, die Doppeltüren sind eine Mod. Auch die großen Tore sind eine Mod. Also generell kann man sagen, wenn es nicht im normalen Standard-Arc drin ist, ist es eine Mod. Also dann haben wir das nicht irgendwie hergezaubert oder so, dann... Hergecheatet. Hergecheatet. Wir sind doch Admin-Tribe. Ja, genau. Wir cheaten uns alle Sachen, natürlich. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ja. Ich stelle mir die ganze Zeit diese... Wir müssen das unbedingt machen mit dieser Navi-Anruf. Ja. Stimme, das wäre, ne? So gut. Auch dieses Atmen am Anfang, dieses Genervte, ist ganz wichtig. Hier spricht. Wir sind hier verbunden mit den Wolf Riders. Was macht unser Trike hier bitte? Shadow, dir folgt der Trike noch. Oh. Sieht sehr merkwürdig aus. Es wollte helfen beim Ausladen. Warte mal, lass uns das mal bestehen. Helfen. Ausladen war sehr gut. Ich kann helfen. Es tut weh, es tut weh. Helfen tut weh. Das mach ich nie wieder. Nie wieder. Ja, genau so, Ari. Sehr schön. Ari sollte Trikes in den nächsten Mods vertun. Ja, genau. Au, au, au. Ja. Wunderbar. Jetzt darf ich den da rückwärts auspacken. Boah. Macht euch doch Longnecks mit Scope. Ja, haben wir doch schon. Nur ich hab halt keine, weil ich halt jetzt das die Shotgun dabei hab. Ich hab beides. Also ich sollte vielleicht nochmal sagen, ne, nur weil ich es nicht im Inventar habe, heißt das nicht, dass wir es nicht haben. Also wir haben auch den Indominus-Set, spielen wir auch nicht im Inventar. Genau, den habe ich auch nicht im Inventar, den haben wir trotzdem jetzt. Ich hol mal ein paar Steinchen jetzt. Nami hat geschrieben, sie kann uns hören. Ja, sehr gut. Natürlich. Ja gut, dann weiß sie ja schon mal Bescheid. Dann hat sie jetzt ja schon... lernen. Genau. Ja. Wunderbar. Kann ja schon mal aufnehmen. Schon ein bisschen üben. Ja. Mach mit Nami das Intro in der nächsten Runde. Genau, das wird dann immer das Intro von den Folgen. Sehr gut. Klingelt dann das Spino-Telefon. Sie sind verbunden mit den Wolf Riders. Ah, ja. Spielbär hat keine Longneck, weil er null Aim hat, genau. Bei mir nützt das halt einfach nichts, wenn ich eine habe. Das wäre einfach nur Munitionsverschwendung. War das ein Petri? Oh Gott. Nee, es war ein anderes Tier. Ich meine, welcher verantwortungsvolle Mensch würde mir eine Longneck in die Hand drücken? So. Hast du sie nicht selbst genommen? Deswegen habe ich ja auch die Shotgun, weil die hat eine größere Streuung, da kann ich mehr Schaden anrichten, auch wenn ich daneben schieße. Nami hat übrigens, das muss ich auch nochmal im Live-Chat hier gerade geschrieben, ihr könnt mich mal auf die Aufgabenstellung, die vor ihr liegt, jetzt mit der Telefonistin. Sehr schön. Das heißt, sie freut sich wahnsinnig darüber, dass sie diese Aufgabe übernehmen kann. Und wird diese Aufgabe mit Freuden übernehmen. Alleine diesen genervten... Das kann sie so gut. Ja.
Ja, immer noch, wenn ich einen Witz reiße, jedes Mal. Man muss es eigentlich dann nur aufnehmen in dem Moment. Ich muss nur einen schlechten Witz machen. Oder ein Zitat aus dem Film. Oder ein Zitat, genau, wenn ich ein Zitat habe. Lea und ich müssen wieder anfangen, mit Pokémon Go zu reden. Ja, dann machen wir das Geräusch alle. Also, das ist jetzt, ne? Oh. So, damit wir es auch mal sehen, vielleicht mache ich jetzt mal hier so ein MR-Rad. Ich habe schon eine Wand gemacht. Ja, ne? Aber guck mal, wie lange das dauert, das zu craften, das Tor, ne? Aha. Richtig krass, also das... Du hast jetzt die andere Wand gemacht? Ich habe ein Tor, ich habe ein Tor gemacht. Mit. Ich habe ein lass Tor mal mehr, und ein Tor. Lass mal mehr Crafting Stations. Wollen wir dann beide mal runtergehen und uns das angucken? Das können wir gerne machen, ja. Wenn das hier durchgecraftet ist, können wir uns boah, das machen. Boah, ist doch ewig. Ich meine, die Leute, die meinen Singleplayer Eternal Let's Play gesehen haben, die wissen, wie das aussieht, aber... Ja, für Ari die Leute, die es nicht gesehen haben. Nicht getan. Na gut. Oder Ari denkt jetzt gerade an die Zuschauer, die es nicht getan haben. Ne? Ganz und genau. Möchte ich ihnen das ja. zeigen und erklären. Natürlich. Nami, ich werde angerufen. Ja. Hilf mir mal bitte. Ja, nimm mal. Nimm mal den Hörer ab. Hauptsache, wir haben Spaß. So, das Tor ist jetzt fertig. Meine Güte, wie lange dauert das bitte? Aber das kann ich leider auch nicht verändern, glaube ich, diese Crafting-Geschwindigkeit. Das oh. dauert halt einfach so lange. So, dann gehen wir mal runter. Du gehst mit dem Tier runter, alles klar. Dann nehme ich jetzt einfach mal das Iguanodon, wenn das nicht gebraucht wird. Oder wird das gerade? Nee, wird nicht gebraucht. Nee. Komm auch mal okay. mit runter. Ich will es auch sehen. Sehr gut. Ich will es nicht sehen. Ich kenn's schon. Was so. Ist ein wilder Spino da hinten? Gut, dann... Gucken wir erstmal die Wand an, schade. Okay? Wir gucken uns erstmal die Wand kann an. Man die, kann man die ändern von dem Aussehen her? Habt ihr alles an ja. Paste in diese mit? Smithy getan? Was seid ihr denn für welche? Mit was denn? Platziere einfach mal. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also die großen Mauern, die ich für die Parkzäune benutzt habe, die konnte man im Aussehen verändern. Bei denen wo hier bin ich mir gerade nicht sicher... das ist, du hast übrigens, glaube ich, die Variante gebaut, die nach unten abflacht. Ach so, ein bisschen. Also das ist die Schrägvariante. Also das ist jetzt, muss ich mal erklären, ne? Das ist das Segment, was man benutzt, um Höhenunterschiede auszugleichen mit den Mauern, ne? Man kann es aufheben. Ja, das ist schon mal gut auf jeden Fall. So. Genau, das ist der das andere Zaun? Durchsichtige Zaunsegment, genau. Und ich mache jetzt ey, da noch... schießt jemand auf uns. Hä? Ja, was? Wer wohl? Ja, wer? Wer würde jetzt wohl auf uns schießen? Wer könnte ich das weiß, sein? Ich weiß, aber ich dachte, ich sag's mal. So, dann mach ich jetzt noch das Tor. Na? Ich wollte euch doch nur mal ein bisschen erschrecken. Ist ich auch ganz cool. Halt, das dauert aber ein bisschen, nee, das bis ist, man da rein kann. Das ist kein Problem. Warte, warte, das können wir ändern. Das kann man nämlich runterstellen in verschiedenen Schritten. Man kann sogar einen Timer setzen. Du kannst das zu einer bestimmten Tageszeit aufgehen lassen zum Beispiel auch. Automatische Tier-Ein- und Aussperrung. Ja. Ich frage mich halt, ob wir alle Gehege in dem Stil bauen sollten. Mhm. Oder nur die von den großen Tieren. Also ich würde sagen, wir könnten mit einem Trick tatsächlich die von den Kleinen auch so machen. Weil guck mal, wenn du jetzt hier an das, was hier jetzt so abfällt, ne? Ja. Wenn du hier an die Seite jetzt... Ich heb das jetzt mal hier auf. Wenn du dieses Segment da jetzt dran setzt, dann sitzt das automatisch ein bisschen tiefer. Bleibt aber an der Position, wenn du das, was nach unten geht, also das hier, wenn du das wegnimmst. Das heißt, damit könnten, du verstehst, du verstehst, ne? Das heißt, wir könnten kannst du jetzt, das jetzt das nächste da ransetzen ich und kann dann jetzt das, wird es noch tiefer? Genau, genau. Ich kann das jetzt so tief setzen, bis es quasi fast im Boden verschwindet. Das heißt, wir könnten da auch kleine Gehege mitbauen, theoretisch. Ah, das ist gut, weil diese riesen Gehege für so eine Schildkröte... Ist ein bisschen, ja. Wir müssen es halt dann auf die Höhe bringen, wo wir es haben wollen, ne? Und aber da können wir dann das Tor doch nicht mehr ordentlich setzen. Das snappt automatisch an die Höhe dran. Das ist okay. Pass auf, ich kann ich dir gleich zeigen. Weil für eine Schildkröte war das andere einfach ein bisschen übertrieben von der Höhe her, weißt du? Hm. Warte, ich muss es nur gerade auf den Slot ziehen. So. Und dann. Bam, siehst aha. du? Aha. Gut, jetzt sieht man zwar das unten nicht mehr, aber es geht ja. Das ist ja egal. Also, das ist auch, glaube ich, so konzipiert, dass es auch ein bisschen. Nach unten gehen kann. Also das ist schon so gedacht auch. Also,
bauen wir alle in dem Stil, ja? Würde ich sagen, ja. Und theoretisch, wenn noch irgendwie eine Kleinigkeit gestaltungsmäßig noch hinzugekommen soll oder so, oder wenn wir hier unten noch einen Rahmen haben wollen, haben wir immer noch die Pimp My Home Strukturen. Die können wir da, glaube ich, auch einsetzen direkt. Ich glaube, die Dinger hier sind No Collision, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, da können wir auch Sachen reinbauen einfach. So, ich muss mal schnell trinken, mein Charakter hat irgendwie wird irgendwann ganz, ganz doll laggen. Ja, nee, die sind nicht so. Ich meine, guck mal, die Parkmauern sind ja auch aus den Materialien, ne? Also. Man ja, kann auf dem Raptor cheaten, dass man doch das Fernglas benutzen kann, ne? Ach echt? Ja. Wie das denn? Wenn du das Fernglas in die Hand nimmst, dich dann auf den Raptor setzt und dann Q drückst, dann nimmt er da das, ne? Der uralte Trick, er funktioniert immer noch. Ja. Ja, aber das ist gut, oder? Also das ist gar nicht schlecht. Das ist praktisch auf jeden Fall, dass man von den Raptoren nicht mehr absteigen muss. Hat man doch vor Jahren, hat man den doch genutzt schon, oder? Ja, aber normal, stell dir vor, auf normalen Raptoren kann man ja das Fernglas benutzen. Insofern ist es ja kein Cheaten in dem Sinne. Also. Waffen und so gehen nicht, es geht halt nur das Fernglas. So. Genau, also wir müssten jetzt halt noch ein paar von diesen durchsichtigen Zaunsegmenten hier bauen. Und vielleicht, ja, mit dieser Wand hier können wir halt die Höhe bestimmen quasi. Und auf jeden Fall das noch tiefer setzen. Und das noch tiefer setzen, genau. Ich heb das jetzt nochmal auf. Übrigens, Aluminium craftet man nicht in der Smithy MRA Tools. Da kann man Stahl machen. Ja, man craftet Aluminium in der Smithy, in der Hightech Smithy von MRA Tools. Also die aber auch in MRA halt, ne? Also. Ja, die habe ich übrigens gerade neu gecraftet. Mhm, sehr gut. So, dann wäre jetzt halt, also wir machen jetzt mal noch ein paar mehr Wände, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, an welche Stelle wir das Gehege für die Schildkröten platzieren. Haben wir eigentlich irgendwie eine Dings für Pimp My Home? Eine Crafting Station? Eine Crafting Station. Ritzi, hattest du die aufgebaut schon? Ich hatte die aufgebaut, ja. Rechts hinter der Tür. Rechts hinter der Tür, okay. Warum haben wir hier eine... was ist denn der Vorteil an Hightech MRA? Hightech MRA, da kannst du... Nee. Da gibt's andere Waffen zum Beispiel andere auch. Waffen. Da gibt es die V83 Shotgun. Zum Beispiel. Ja. Für andere Wände? Keine Ahnung. Nee, sieht nicht so aus. Ari, hier drüben ist die Pimp My Home Dings. Wo ist denn hier drüben? An der Tür. Rechts hinter der Tür.